Hallo liebe Freunde und willkommen zu einem neuen Deep Learning Tutorial. Ja, heute wieder aus der Reihe TensorFlow. Also eine Bibliothek in Python, die es uns erlaubt, quasi neuronale Netze ähm, zu erstellen und auch damit entsprechend zu Modelle zu trainieren. So, was haben wir hier? Also, ich habe hier ein kleines Projekt, das nennt sich 10 Food Classes, äh, 10%. Also im Wesentlichen sind das einfach nur verschiedene Bilder, die verschiedene, ja. Wie der Name es impliziert, eben Klassen von Nahrungsmitteln darstellen. Und ich muss mal runter scrollen, da habe ich auch ein Bild davon visualisiert. Das seht ihr hier entsprechend. Ja, also, sowas zum Beispiel, das wäre jetzt hier ein Steak entsprechend, die Kategorie Steak, die man hier entsprechend eben hat. Und ähm, es gibt eben verschiedene Klassen innerhalb, die, innerhalb dieses Datensatzes quasi. Und äh, den könnt ihr eben euch kostenlos, wenn ihr das wollt und das nachmachen wollt, auch herunterladen. Das ist die URL hier entsprechend und das ist eine Zip-Datei, die wir dann eben entzippen müssen. Und wenn wir das ganze hier in Colab machen, dann können wir das ganze hier über diesen unzip Befehl machen und einfach mal das ganze hier entpacken. Ansonsten, wenn ihr die Datei runterladet, könnt ihr die natürlich auch lokal entpacken. Dann habt ihr einfach nichts anderes als zwei Ordner, die dann innerhalb dieses Ordners enthalten sind. Das ist ein Trainingsordner und ein Testordner. Und innerhalb dieser Ordnerstruktur habt ihr dann weitere Unterordner, in denen letztendlich dann diese Food, also diese Essensklassen, äh, aufgeführt sind. Also ihr habt dann zum Beispiel innerhalb des Trainingsordners einen Ordner Steak oder einen Ordner ähm, Reis oder einen Ordner Nudeln oder was auch immer da drin ist quasi, ja, oder Hamburger. Und entsprechend in diesen Ordnern dann sind diese Bilder enthalten von den entsprechenden verschiedenen äh, ja, Essenskategorien. Und das Ziel des neuronalen Netzes ist es, sich diese Ordner zu lesen und dann eben sich die Bilder anzuschauen und die, diese Bilder zu lernen. Das heißt entsprechend, wenn es dann in Zukunft eben ein Bild mit einer Eiscreme quasi zu Gesicht bekommt und wir dann das neuronale Netz mit diesem Bild füttern, dann entsprechend soll es halt als Ergebnis dann auch heraus quasi geben, dass das ist eine Eiscreme ja, auf dem Bild. So soll das Ganze funktionieren. Gut. Also, jetzt haben wir eben hier unsere Daten entsprechend, haben das Ganze entzippt und haben jetzt hier unsere beiden äh, Ordner. Und ihr seht schon, das sind einige Bilder, die hier drin sind. Also hier äh, Chicken Wings gibt es hier auch. Das ist halt ein englischer Datensatz, aber entsprechend dafür kostenlos. Ihr könnt das natürlich auch mit einem Deutschen machen. Dann müsst ihr allerdings äh, auch die, ähm, die Struktur gleich haben. Also ihr müsst entsprechend einen Trainings- und einen Testordner haben und innerhalb dieses Ordners dann Ordner mit dem Namen äh, der Essensklasse und dann innerhalb dieses Ordners die Bilder. So ist die Struktur und äh, genau dann haben wir das hier ich gehe eben hier über den cd Befehl also change directory noch innerhalb oder in den Ordner rein dann bin ich direkt im Trainings und Test Ordner entsprechend und dann müssen wir TensorFlow importieren ihr könnt das natürlich auch mit einer anderen Bibliothek machen ich mache das halt jetzt hier mit TensorFlow und dann nehmen wir hier den Image Data Generator der Image Data Generator ist eine Klasse in TensorFlow die es uns erlaubt relativ einfach Bilder zu laden und diese Bilder auch ähm, zu verändern während des Ladens das heißt was wir machen, ist, wir definieren hier eine Shape und das bedeutet, wir möchten alle unsere Bilder in einem, ja, also reskalieren, also dass die alle 224 Pixel hoch und 224 Pixel breit sind. Ihr könntet theoretisch auch ähm, andere Werte hierfür nehmen. Das Ziel oder das Ergebnis ist eigentlich vor allem, dass wir halt, weil meistens sind die Bilder nicht vorab gleich groß, ja, aber unser neuronales Netz erwartet, dass die Bilder, die wir ins Netz reingeben, eine bestimmte Größe haben. Und zwar immer die gleiche Größe. Und genau deswegen definieren wir halt sowas hier als sogenannten Hyperparameter. So nennt man das. Wir sagen dann auch noch was die Batch Size. Also wie viele Bilder möchten wir gleichzeitig in unser Modell reingeben beim Training. Das sind halt hier 32. Da nimmt man oftmals einfach Vielfache von 8. Zum Beispiel 16, 32, 64, 128, sowas. Gut. Und dann haben wir hier entsprechend jetzt unseren Image Data Generator, den wir erzeugen. Die Klasse. Und wichtig ist halt hier, wir geben hier dieses Rescaling mit rein und sagen, wir möchten das durch 255 teilen. Zur Erklärung, warum 255? Naja, es ist so, wenn ihr Bilder entsprechend ladet, dann normalerweise sind Bilder nichts anderes als Zahlen. Ja? Die haben ja Farbcodes. Und diese Farbcodes oder Farben, die dahinter liegen, sind halt einfach Zahlen zwischen 0 und 255 nach dem RGB-Code. Ja, das sind Farben zwischen Schwarz und Weiß. Und alles dazwischen halt, Rot, Gelb, Grün und was auch immer. Ja? Die haben ja alle einfach Werte. Letztendlich in dem RGB-Code zwischen 0 und 255. Und deswegen teilen wir hier durch 255, damit wir die Werte nur noch zwischen 0 und 1 haben. Und der Grund dafür ist einfach, dass dann neuronale Netze besser trainiert werden können. Also die haben Probleme, wenn wir das nicht skalieren, deswegen skalieren wir das. Und das kann halt dieser Image Data Generator für uns automatisch machen. Dann äh, rufen wir eben dieses Data Gen Flow from Directory auf. Das ist einfach eine Methode. Die da bei den Trade Data Generator oder bei Image Data Generator existiert. Und die erlaubt es uns jetzt eben unseren Ordner anzugeben, also den Trainingsordner, dann eben genau zu sagen, okay, wir möchten das in 32er Stücken machen, deshalb die Batch Size hier, und das Ganze soll eben eine Target Size haben, also eine Zielgröße von dieser Shape. Das bedeutet also jetzt, bitte lade, also ins Deutsche übersetzt quasi, bitte lade aus diesem Trainingsordner alle Unterordner, die da drin sind. Und zwar immer 32 Stück auf einmal, also 32 Bilder auf einmal. Ähm, skaliert das in eine Größe von 224 mal 224 Pixel um. Und das Ergebnis, also der Ziel, was wir vorhersagen möchten, ist categorical. Das bedeutet einfach, wir haben 10 verschiedene Klassen, deswegen heißt es ja auch äh, Food Classes, äh, 10 Food Classes. Und deswegen nennt man das Ganze eben categorical. Äh, Binary wäre es, wenn es nur eine Klasse A oder B gäbe, also einfach nur zwei Sachen, ja? Und genau, dann importieren wir hier TensorFlow Hub. TensorFlow Hub ist sehr, sehr interessant, weil es erlaubt uns quasi einfach Modelle, die schon vortrainiert sind, direkt zu nutzen. Und zwar Teile von diesen Modellen. Das heißt quasi, wir müssen gar kein komplettes Modell mehr trainieren, was unglaublich viele ja, Ressourcen verbrauchen würde, auch was die Grafikkarte angeht. Ja. Und stattdessen nehmen wir einfach ein Modell, was schon vortrainiert wurde auf Bilder und passen dann das Modell ein bisschen auf unseren eigenen Datensatz an. Das ist das Ergebnis. Das heißt, wir importieren hier dieses Hub und dann halt auch die zusätzlichen Layer, also die Schichten, die wir entsprechend selbst noch draufsetzen möchten. Und das ist dann die URL. Das kann man auf dem Tensorflow Hub von Google auch nachschauen, was es dafür verschiedene entsprechenden Modelle schon gibt. Und dann müssen wir einfach nur eine Funktion hier bauen. Also, indem wir halt einfach sagen, okay, das ist die UL. Also da kommt unser quasi, ich sag mal, unsere Basis hier, also unser Teil des Modells, der schon trainiert ist. Und dann gehen wir einfach über diese Klasse KerasLayer, also Hub .Keras Layer, können wir jetzt sagen, aus der URL quasi möchten wir quasi das Netz übernehmen. Das hat dann eine Input-Shape, also eine Eingabe der Bilder von der Größe von 224 x 224 Pixel und drei Farbkanäle, also rot, gelb, grün. Und das Ganze ist nicht trainable. Das heißt einfach, wir setzen trainable auf false. Das bedeutet auch, dass das Modell schon so wie es existiert, so wie es trainiert wurde, direkt von uns verwendet wird. Wir möchten es nicht neu trainieren. Möchten uns die Arbeit sparen. Und dann setzen wir darauf einfach unser eigenes äh, Layer. Das machen wir hier dann diesen diesem zweiten Teil. Also, wir machen jetzt hier über Sequential erstellen wir ein neuronales Netz, was eben das, den Teil vorher übernimmt. Das ist dieser Teil hier komplett. Und dann setzen wir hier im zweiten Schritt noch unser eigenes Dense Layer drauf. Also, ein Dense Layer ist einfach ein normales äh, Layer innerhalb also eines normalen Netzes. Und sagen einfach, dieses Layer hat dann entsprechend Number of Classes, was 10 hier ist, also hat entsprechend 10 Outputs. Ja, Lass mal kurz schauen, das ist schon wieder disconnected, weil ich so lange nichts gemacht habe. Und jetzt sagen wir einfach noch, die Aktivierungsfunktion am Ende ist eine Softmax. Das bedeutet einfach eben, dass es hier entsprechend das Ganze zwischen 0 und 1 entsprechend dann äh, oder beziehungsweise die 10 Klassen insgesamt auf eine prozentuale Wahrscheinlichkeit von 100% kommen. Heißt also zum Beispiel, wenn er sagt, es ist Klasse 8 mit 80%, es ist Klasse 7 mit 20%, dann ist die Wahrscheinlichkeit für alle anderen Klassen entsprechend 0. Weil 20 plus 80 ist dann schon 100%. Genau, und dann erstellen wir das Modell hier und schauen uns mal Summary an. Ihr seht, das ist hier relativ kurz gehalten, aber das Interessante hier ist, wir haben insgesamt 23 Millionen Parameter, die das Modell trainieren müsste, aber da wir ja uns hier einfach einen Teil nehmen, der schon trainiert ist, haben wir an sich nur 20.000 Parameter, die noch trainiert werden müssen bei uns. Also wir sparen uns hier unglaublich viel ähm, quasi an Trainingsarbeit und an Zeit. Und an Ressourcen, weil eben diese 23 Millionen hier schon komplett existieren und trainiert wurden und wir die gar nicht mehr anfassen. Und dann compilen wir das Model hier, also das einfach wir machen es quasi fertig, damit wir es auch trainieren können, sagen hier, was ist die, Lo ne, die Loss-Funktion, was ist die Optimierungsfunktion für das Modell und was möchten wir, auf was möchten wir optimieren, in dem Fall auf die Accuracy. Und dann fitten wir das Model, also das heißt einfach nur, wir geben jetzt eben die Trainingsdaten dazu und als Validierung nehmen wir die Testdaten und laufen das mal vier Epochs durch, also viermal den kompletten Trainingsdatensatz durchlaufen. Und das sehen wir dann hier. Also, es startet eigentlich mit 34 Prozent. Äh, ähm, ja, ist es nicht sehr gut quasi von der Accuracy, aber das geht dann hoch relativ schnell. Und dann seht ihr hier beim vierten Mal sind wir schon bei fast 90 Und natürlich kann man das noch weiter trainieren. Ich habe es halt jetzt wirklich kurz gehalten hier in dem Beispiel. Und genau, dann können wir quasi mit diesem fertigen Modell eben quasi mit dem Model auch. In dem Fall Vorhersagen jetzt machen. Und das können wir hier mal als Beispiel machen, das haben wir hier gemacht. Also hier zum Beispiel haben wir eben ähm, das Ganze nochmal visualisiert, zum Beispiel dieses Bild hier. Und dieses Bild können wir jetzt hier entsprechend dann auch einlesen. Wir müssen eben aufpassen, das muss natürlich dann die gleiche Form haben, also auch hier ins 224-224-Format konvertieren und entsprechend dann eben noch ähm, hier eine weitere Dimension hinzufügen, weil sonst ist das NumPy-Array eben nicht in der richtigen Form. Und dann machen wir hier eine, eine Vorhersage und dann seht ihr quasi, die Vorhersage sind halt hier Wahrscheinlichkeiten und das sind jetzt zehn verschiedene Werte hier. Und wenn wir entsprechend das Ganze hier sehen wollen, also als ein Wert, was war jetzt der höchste Wert davon, die höchste Wahrscheinlichkeit, dann können wir es übers ArcMax machen hier und sehen dann quasi die fünfte Klasse hier entsprechend. Also das Modell hat jetzt die Klasse 5 vorhergesagt ja, für entsprechend dieses Bild. Genau. Und so können wir quasi ein, das TensorFlow Hub nutzen und damit quasi vortrainierte Modelle schon direkt für uns selbst verwenden und sparen uns dadurch Zeit und Ressourcen. Ja? Gut, also das war ein eigenes kleines Trainingsprojekt äh, hier. Ich hoffe, es war interessant. Wenn ihr dazu mehr sehen wollt, äh, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr ansonsten ähm, den Kanal noch nicht abonniert habt, dann wisst ihr ja, was ihr jetzt tun müsst. Nee, Spaß beiseite, aber sehr gerne tun dürft. Natürlich ist auch ein Abo da lassen und den Kanal natürlich auch gerne weiterempfehlen. Vielen Dank dafür. Ansonsten bleibt gesund und dann bis zum nächsten Video.